Hallo und guten Abend. Willkommen beim Fahrreport mit Berichten aus der Fahr, dem besonderen Stadtteil in Bremen. Die Themen: Aktuelles kurz berichtet mit 9 Themen. Ausschuss Kinder und Bildung tagt in der neuen Schule. Schulspiel-Sportfest der KSA. Ringelnatz mal anders. Safari bei strahlendem Sonnenschein. Devlin, der kleine Teufel, heißt das Buch von Stefanie Lipka. Es geht um einen kleinen Jungen, der anders ist, ein kleiner Teufel. Wie wird er sein Leben meistern? Entwicklungs- im Kindes- und Jugendalter ist für Stefanie Lipka ein zentrales Unterrichtsthema. Auf einfühlsame Art setzt sie sich mit der Seele eines Kindes auseinander. Ihre hoffnungsvolle und humorvolle Erzählung ist für alle Altersstufen gleichermaßen zugänglich. Ihre Botschaft ermutigt zur Offenheit und Achtsamkeit. Frau Lipka, in der Frage gibt es ja einige Autoren. Sie sind Kollegin von mir geworden, wir beide sind Autoren. Während ich mich vorwiegend mit Fachbüchern beschäftigt habe, haben Sie etwas über einen kleinen Teufel geschrieben. Um was geht es denn da? Ganz genau. Das ist die Geschichte eines kleinen Teufelsjungen, der Devlin heißt. Das passt dann auch schon zu seiner äußeren Gestalt. Und es handelt von Andersartigkeit und Akzeptanz. Das kleine Kind ist ein ganz normales Kind, aber als äußeres Merkmal hat es eben diesen kleinen Schweif und erlebt in seiner Kindheit ganz viele sehr, sehr traurige Dinge. Das Kind wächst im Waisenhaus auf in Flandern. Ich selbst bin in Flandern aufgewachsen, allerdings nicht im Waisenhaus, habe aber die Orte, die ich dort kennengelernt habe, als Inspiration genutzt. Und er erlebt da ganz, ganz furchtbare Dinge und wird im Alter von 10 Jahren von einer ganz liebevollen Familie adoptiert und hat dann die Gelegenheit, sich auch zu entwickeln und zu entfalten. Baustelle in der Kurt-Schumacher-Allee, Geschwister-Scholl-Straße zwischen Bürgermeister-Reuter-Straße und Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Der Gehweg ist bis zum 20.10.23 gesperrt und auf die Fahrbahn verlegt, daher Einengung der Fahrbahn. Es besteht im Baustellenbereich Halteverbot durchgängig von Montag bis Sonntag ganztägig. Es werden Versorgungsleitungen verlegt. Weitere Baustellen, Richard-Bolchan-Allee gesperrt bis 22.09., Stellichter-Straße zwischen Amelinghauser-Straße und Fahrerstraße bis 30.11.23, Adam-Stegerwald-Straße, Höhe Haus Nummer 2 bis 6.10.23. Die sogenannte Pferdeweide vom ehemaligen Bauer Meier soll mit Wohnungen bebaut werden. Lange hat sich nichts getan. Jetzt wird ein Zaun aufgestellt, wo sich die neue Fahrbahn befinden soll. Der Platzmangel an den Schulen der Fahr hat etwas Luft bekommen. In der August-Bebel-Allee wurde eine neue Schule aus Containern in Betrieb genommen. Sie macht einen guten Eindruck. Mehr dazu bei der Sitzung vom Fachausschuss Kinder und Bildung. Wir hatten einmal eine richtige Postfiliale in der Fahr und davor eine Paketstation. Zuerst wurde die Post in einen kleinen Laden am Marktplatz verlegt. Jetzt wurde auch die Paketstation abgebaut. Damit wird die Schlange vor der Post wohl noch länger. In der Fahr fehlen behindertengerechte Wohnungen. Bevor die Gartenstadt unter Denkmalschutz gestellt wird, wurden noch mehrere behindertengerechte Gebäude genehmigt. Die Gebäude Bremer Punkt wurden vor einigen Monaten bezogen. Jetzt folgen bald Tarzan und Jane in der Wilse der Bergstraße. Beim Kunsthandwerkermarkt im Einkaufszentrum waren neben 9 Hobbykünstlern auch wieder viele bekannte Gesichter dabei. Ganz kuschelbar, ich kann auch winken. Hier, die Gemüse zusammengebaut habe. Da kann man sich begucken. Hier meine Mützen. Und dann kann ich die. Passende Schal dazu. Passende Schal. Ja. Ja. Oh, hier sind die wilden Tiere. Ja. Sie haben ja einen richtigen Zoo hier. Ja, von der ganzen Welt. Ja. Tiere von der ganzen Welt.
Jeans. Alles Jeans. Alle Größen, alle Farben, wird alles verarbeitet. Jo. Da bleibt auch nichts über. Wenn Sie die Tasche angucken, das sind alles kleine Fetzen, die ich immer gesondert sammle in so einer kleinen Kiste. Und irgendwann hole ich die raus und dann nähe ich das alles zusammen. Ja, den ganz kleinen braucht man ja eine Lupe bei. Ne? Da kann man sein Gesicht auch sehen. Das ist eigentlich unter 20 Stunden bei so einem kleinen. Und auch die Materialien sind sehr teuer geworden. Ich möchte fast sagen, in ganz Europa 5, 6 Bärenmacher, die so klein arbeiten oder arbeiten können, mehr gibt es nicht. Bei den größeren alles kein Problem. Und schöne bunte Topflappen. Das sind aber die Beine. Wirklich irre. Ja, da hat sie Glück, dass sie die Beine hat. Hier sind ja einige ganz besondere Ausstellungsstücke. Um was handelt es sich? Es scheint verschiedene Arten Arbeit zu sein. Das meiste mache ich, schnibbel ich selber alles. Und dies wird alles gesteckt. Man steckt jedes einzelne, was sie da aufsehen, wie aussieht wie eine Perle. Ist aber keines, das sind so kleine Plätzchen. Das sind 3D-Bilder. Das sind 3D-Bilder. Ja, die schnibbel ich alles raus. Das schneide ich alles selbst. Wie eine kleine Brosche kommt da rein. Ich drehe auch nochmal um, damit man das sieht. Ja. Ja, und das kann man, ja, das kann man dreimal gebrauchen. Ist das Wolle, die noch darauf wartet, dass was gemacht wird? Nein, die ist fertig. Ist fertig. Ist fertig. Das sind Schals. Ein Schal? Ja. Ein Schal. Also, dass es fertig ist, hatte ich vermutet. Aber dass es ein Schal ist. Ja, ist ein Schal. Ja. Oder sieht ja lustig aus. Ja. Das Interesse am Alte Hochhaus ist immer noch groß. Es kommen nicht nur Interessierte aus ganz Deutschland, sondern noch immer Interessierte und Architekten aus der ganzen Welt, um dieses außergewöhnliche Gebäude zu besichtigen. So war es kein Wunder, dass am Tag des offenen Denkmals weit über 270 Besucher kamen. Obwohl ich noch ein Stückchen näher komme, wer sich setzen möchte, kann sich auf die Seite setzen. Architektonisch gesehen von einem reinen Schreiben aus. Nun hat so ein Hochhaus die dumme Angewohnheit, dass es eine sehr große Fassade hat. Sehen Sie, wenn Sie jetzt von außen auf das Gebäude zukommen und sehen es, dann hat Alto damit genau das erreicht, was er wollte. Ich würde gerne mit Ihnen eine Runde drehen, damit... Und Sie haben zur Küche Sie was noch? Küche, Schlafzimmer, Badezimmer, überall ein Fenster. Ja. Schön. Ja. Und der Balkon ist doch auch schön groß. Das war ein gelungener Abschluss vom mobilen Sommercafé 2023. Blauer Himmel, strahlende Sonne und viele strahlende Gesichter. Das Ende der Saison ist immer gut besucht. Bei diesem Wetter kamen aber noch mehr Besucher. Wie viele habe ich jetzt bei dir? Wie? Du hast was liegen. Ja, ich habe das schon weggepackt. Hallo, Potti. Gut, danke, selber auch. Alles im Griff. Heute ist schönes Wetter. Ja, super. Anneid.
Tag so viel geplant. Sie hat aber auf jeden Fall auch einiges bewirkt. Ja, mit Sicherheit. Überhaupt gar keine Frage. Hero ist ganz schön frech. Sie klaut einem die Würste vom Grill. Ja, so ist es. In Rekordzeit wurde die Containerschule an der August-Bebel-Allee gebaut. Das gelang, da noch das Fundament von der Containerkita vorhanden war. Der Fachausschuss Kinder und Bildung tagt in der neuen Schule, auch um sich zu informieren. So ganz fertig ist die neue Schule noch nicht, aber die ersten beiden Klassen sind eingezogen. Der Fachausschuss Kinder und Bildung nutzte die Gelegenheit, die neue Schule zu besichtigen und gleichzeitig 3 Tagesordnungspunkte abzuarbeiten. Nach dem obligatorischen Offiziellen musste zuerst ein Fachausschusssprecher und dessen Stellvertretung gewählt werden. Oliver Sake von den Grünen stellte sich kurz vor und wollte Sprecher des Ausschusses werden. Als Stellvertreter hatte sich Helmut Weigelt, SPD, gemeldet, der sich ebenfalls kurz vorstellte. Beide wurden einstimmig in geheimer Wahl gewählt. Es folgte die Vorstellung der Schule. Hier ist die Reihenfolge geändert und es folgt Punkt 3 zuerst bei offenen Fenstern. Mein Einwand, der Außenlärm würde aufgenommen, wurde ignoriert. Der Punkt 3, Benennung von Kontaktpersonen für den Ausschuss für schwere Ordnungsmaßnahmen an Schulen, ist vorgeschrieben. Hier meldete sich Oliver Sake, das zu übernehmen. Unter Verschiedenes informierte sich Helmut Weigelt über den Stand an der KSA. Das beantwortete Schulleiter Christian Sauter, der damit begann, dass die Raumnot so groß sei, dass sie bereits im Keller unterrichten würden. Im kommenden Schuljahr soll die Schule von einer 4-Zügigkeit auf eine 5- oder gar 6-Zügigkeit erweitert werden. Angedacht sei eine Raumnutzung in der ehemaligen Karl-Gördeler-Schule, die aber noch Schule für Logistik ist. In der Übergangszeit soll das Telekom-Gebäude benutzt werden. Das scheint eine unmögliche Idee zu sein. Von der Schule vorgeschlagen werden Container auf dem Gelände. Später kommt noch die Idee der Nutzung des Zechgebäudes in der August-Bebel-Allee hinzu. Interessant seien Lernorte in Hemelingen. Das sind Räume, in denen gelernt werden kann, wenn es zu Hause schwierig sei. Beide Punkte für die nächste Sitzung, dazu noch weitere wichtige Themen und der Termin. Das Ortsamt informiert, dass für eine Planung eine Vorstellung im Beirat erfolgen wird und wie die Auslastung der Kita in der Sonneberger Straße sei, wo auch die Kita aus der Julius-Leber-Straße untergebracht ist. Diese Kita würde jetzt abgebaut, da nicht zu reparieren. 4 Träger seien jetzt in dem Gebäude Sonneberger Straße. Ferner sei eine Kita im ehemaligen Zechgebäude geplant. Herr Sauter teilt noch mit, in diesem Jahr würde geplant, die Mauer an der Straße der Schule mit Künstlern neu zu gestalten und bittet den Beirat um Mitarbeit. Nächster Termin, Dienstag, 28.11. um 18.30 Uhr im Ortsamt. Guten Abend zusammen, ich bin Henrik Köhler, quasi der Hausherr, der Gastgeber heute Abend. Das freut mich sehr. Dann ist doch gleich Gelegenheit, dass ich einen kleinen Rundgang mache, dann können Sie in einige Räume mal reinschauen, sich über den Fortschritt hier dieser Neugründung vor Ort in Kenntnis setzen. Ich selber bin der Gründungsbeauftragte. Das bedeutet, ich bin angesprochen und mit der Gründung dieser neuen Schule beauftragt worden. Das heißt, mit der Überwachung der baulichen Maßnahmen, mit der Bewirtschaftung, mit den haushalterischen Mitteln, mit der Personalgewinnung, mit der Entwicklung der Strukturen in der Schule, also organisatorisch, der pädagogischen Konzeption und so weiter. Ich bin auch habe mich auch beworben in Schulleitungsfunktion, das muss wieder extra ausgeschrieben werden. Und da wird bald wahrscheinlich eine Einladung zum Empfindungsausschuss erfolgen. Ich war bislang stellvertretender Schulleiter an der Schule an der Witzlebenstraße als Konrektor. Ich habe schon über 10 Jahre Leitungserfahrung an Grundschulen und auch im Auslandsschuldienst war ich tätig und jetzt bin ich hier. Das gefällt mir wirklich ganz außergewöhnlich gut, ein toller Stadtteil. Und seit ich mit der Gründung befasst bin und in den Jahren davor an der Witzlebenstraße, habe ich schon gemerkt, der Stadtteil ist ganz gut vernetzt und für unsere Anliegen, die wir von Seiten der Schule haben, vielleicht kennen Sie die Schulleiterin Frau Bernau dann besser als mich, weil sie ist ja quasi die Schulleiterin und diejenige, die repräsentativen und anderen Funktionen ausgefüllt hat. Also da habe ich schon gemerkt, in diesem Stadtteil ist man doch gut vernetzt und hat Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für seine Anliegen im Bildungsbereich und im Bereich der Belange der Schule. Das gefällt mir sehr gut. Der Stand hier sieht so aus, dass das ein Mobilbau ist, ein Übergangsbau. Hier stand vorher
die Kindertagesstätte des Kinder- und Familienzentrums an der August-Böhler-Allee. Weil hier dieses Gebäude schon nahezu baugleich stand, war das Genehmigungsverfahren sehr kurzfristig in die Wege zu leiten. Das ehemalige Rennbahngelände bietet auch jetzt schon viele Aktivitäten. Unter anderem ist dort der Sportgarten mit dem Familien- und Quartierszentrum vertreten. Jetzt nutzt die Oberschule an der Kurt-Schumacher-Allee das Gelände für ein besonderes Bewegungsfest. Das ist jetzt erstmal meine alte Karte. Ja. Gut, hier nochmal erwarte ich das dann. Einfach so simpel. Das ist ein Teil, das kann man. Frau Gutsch, Sie haben mit Herrn Bade zusammen die Veranstaltung auf die Beine gestellt. Viel Arbeit? Viel Arbeit, auf jeden Fall. Also die letzten 3 Wochen standen ganz unter dem Zeichen des KSA auf Trab. Viel anderes haben wir in der Zeit irgendwie nicht geschafft, tatsächlich. Mir ist aufgefallen, es sind so viele Sachen dabei, die man sonst gar nicht so sieht oder sogar noch nie gesehen hat. Wie kommt es, dass so viel interessant Neues dabei ist? Also es sind ja gar nicht so viele neue Sachen. Es sind ja auch die sogenannten alten Spiele heute sehr vertreten gewesen. Wir haben Tauziehen, Eierlaufen und eins fehlt mir jetzt gerade, Sackhüpfen. Genau, natürlich Sackhüpfen gehabt. Das sind alte Spiele, die kennen eigentlich früher. Ältere Menschen kennen das. Die Jugendlichen von heute vielleicht nicht mehr so. Das wollten wir gerne zeigen. Außerdem haben wir einige Spiele, das sind dann die neuen Spiele oder Indigenous Games, auch aus anderen Kulturen heute gezeigt. Wir haben zum Beispiel die Tri-Stockies. Oder das Spiel Cornhole, das sind Spiele aus anderen Kulturen. Und wir wollten unseren Kindern und Jugendlichen von der Schule auch solche Spiele mal näher bringen. Wie ist es angekommen? Doch, die Stationen waren alle gut besucht, gerade insbesondere die mit diesen neuen und alten, also sozusagen für die Schüler und Schülerinnen unbekannten Spielen. Aber auch die Sachen wie das Fußballfeld ist super angenommen worden. Was uns tatsächlich ein bisschen in Strich durch die Rechnung gemacht hat, ist das super gute Wetter eigentlich, aber es ist ja viel zu heiß, um Sport zu machen. Und im Grunde bräuchte man hier eine große Überschattung. Ja. Die fehlt noch. Die fehlt noch, aber vielleicht kann man sich die ja, wenn man den Sportgarten hier jetzt denkt und konzipiert, das mitdenken, dass wir auf das Klima, auf das Wetter Acht geben müssen und dass wir viele Schattenbereiche tatsächlich brauchen. Prima, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ist da irgendeine Strafe hier? Ja. Ich krieg gleich einen Punktabzug. Weiter Treffer für EA. Ringeln hat's mal anders. Das war nicht nur anders, sondern etwas ganz Besonderes. Gedichte mit etwas Theater. Die Besucher waren begeistert. Joachim Ringelnatz wurde am 7. August 1883 als Hans Gustav Bötticher in Wurzen bei Leipzig geboren, war Sohn eines Tapetenmusterzeichners und literarischem Humoristen und nannte sich nach dem nautischen Begriff von glückbringenden Seepferdchen Ringelnatz.
Er heuerte als Leichtmatrose auf allen Weltmeeren an, überstand den Ersten Weltkrieg als Matrose auf einem Minensuchboot, wurde Handlungsgehilfe, Reiseführer, Bibliothekar, Archivar, Kabarettist, Dichter, Erzähler, Maler und Vortragskünstler. Er starb am 17. November 1934 in Berlin. Heute geht es um Ringelnatz. Deswegen seid ihr sind hier. Ja. Ich weiß nicht, wie es Ihnen oder euch geht. Vom Ringelnatz kennt man immer Kuddeldaddeldu, das kennen wir Norddeutschen besonders hier. Aber der hat ja noch ganz viele andere Sachen gemacht und ganz viele andere Gedichte geschrieben. Und manchmal sind da welche bei, wo man gar nicht denkt, dass es unbedingt von Ringelnatz ist. Sowas von gespannt, das glauben Sie ja. Oh mein Gott! Oh, Hilfe! Okay. War einmal ein Bumerang, war um weniges zu lang. Bumerang flog ein Stück. Kam nie mehr zurück. Publikum noch stundenlang wartete auf Bumerang. Und er schreibt in seiner pubertierenden Schwärmerei diese trotzigen Frauen mit reifen Brüsten, mit schweren Hüften und lässigen Schenkeln. Sie stecken sich feuchte Blüten ins Schwarze, unbändige Haar, Frauen mit lasziv wiegendem Gang und so weiter, wie halt ein Junge von 14, 15 Jahren so schreibt. Und genau da wollte er hin. Seemann, Kuddeldaddeldu, der große, starke Schläger, der jeden unter den Tisch säuft, der Kenner von allen Freudenhäusern in jedem Hafen dieser Welt, der mehrfache Bezwinger der Syphilis, der große Herzensbrecher, der seinen Samen gleichmäßig verteilt, der Vater von Kindern auf allen Kontinenten, der jeden Taifun überlebt hat, der unbezwingbare, unverwüstliche Kuddeldaddeldu. Kuddeldaddeldu und die Kinder, wie Daddeldu so durch die Welten schifft, geschieht es wohl, dass er hier oder da eins oder das andere von seinen Kindern trifft. Die begrüßen dann ihren Europapa. Good morning. Здравствуйте. Bonjour. Daddy. Buongiorno. Ak, Wasser. Ak, Wasser. Ak, Wasser. Bla, bla, blü. Daddy. Und Daddeldu dankt erstaunt und gerührt und senkt die Hand in die Hosentasche und schenkt ihnen, was er so mit sich führt, Whiskyflasche, Zündhölzer, Opium, türkischen Knaster, Revolverpatronen und Schweinsbeulenpflaster. Gibt jedem $2 und lächelt. Ei, ei. Und nochmal. Ei, ei. Und verschwindet dabei. Aber. Safari 23 war zwar etwas geringer besucht als in früheren Jahren, aber ein gelungenes Fest. Viele Angebote für jedes Alter und traumhaftes Wetter. Zu sehen, dir nah zu sein. Ihr hört seine Schmerzen schreien nicht. Ganz genau. Dankeschön! Wow. Jetzt wird es gefährlich. Stimmt.
wenn 6 Stühle in ein großes Schiffenturm größer als der Taj Mahal von India. Dass ihr Rockschmerzen schreien nicht hört. Aber erst, wenn die Hände fesseln. Konzentriert in den Stühle auf dem Gürtel. Abgefahren, sind total ausgekommen. Jetzt wollen wir verteilen Karten und Kugelschreiber an alle, die eine Kultusplatz gewinnen wollen, okay? Ich bin Vorbereitung. Wir haben ja morgen Tag des offenen Denkmals. Ach so, okay, gut. Ich hätte Du bist der Faser. Da ist der Kollege Faser, der verteilt die Karten. Ich glaube, er hat 100 Stück. Wenn die wechseln, ist es vorbei. Ich weiß nur nicht, ob er auch wirklich 100 Kugelschreiber hat. Anderer Job, aber ich bin ja nicht weg. Ich bin nur woanders. Wir haben jetzt den Klimacontrolling-Ausschuss. Der wird wieder eingesetzt. Und wir werden auch wahrscheinlich, nein, nicht nur wahrscheinlich, Ende des Monats konstituieren wir uns. Und der eine verleiht Flügel und sie verleihen Flügel. Ja, genau. So, das ist dein Tag, da ist dein Hund gewesen. Hab viel Spaß damit. Der hat auch eine Karte. Gibt mir deine Karte, dann mache ich einen Stempel drauf. Oder kannst du da vorne in diese blaue Ding reinstellen? Jetzt gerade hier im Bremen-Osten bauen wir neu auf und suchen noch ganz viel Verstärkung. Also Motivation ist nicht mehr da. Jawohl, super. Neue, kommt ein neues Glück, jedes Los gewinnt. Und komm, ein noch. Und? 4 richtige. Heißt, ein Los für unser Tombola. Um 16 Uhr müsst ihr bitte nochmal herkommen. Für Mama auch. Warte. Hallo. Hallo. Gewesen, ne? Also, wenn sie Lust haben auf... Was ist das? Nimm das mal mit. Da sind noch andere. Guck mal, hier ist noch eins. Die Frau hat gestaunt. Klasse. Dann würde ich sagen, darfst du dir jetzt einen Gewinn aussuchen. Jo. Sehr schön. Ja? Alles Motive aus der Fahrt. Alles Motive aus der Fahrt. Ja, muss die, dass du das Geld hast. Der Fahrreport ist Informationssystem im Fernsehen und im Internet für und über die Fahr. Willkommen ist jeder, der etwas Interessantes zu berichten hat. Den nächsten Fahrreport sehen Sie am Dienstag, den 3. Oktober um 18.45 Uhr. Bis dahin einen schönen Abend und eine gute Zeit.